Wir starten in Russian Fishing 4 mit Spinning. Mit welcher Route geht es los? Mit welchen Ködern geht es los? Und an welchen Stellen angeln wir am besten? Das zeige ich dir in diesem Video. Also legen wir los mit dem Spinning. Wir drücken I, haben hier unsere Spinning-Route und wir rüsten die Spinning-Route gleich erstmal richtig aus. Als erstes legen wir uns die Route mit gedrückter U-Taste hier oben auf eine Schnelltaste. Zack, nehmen wir mal jetzt die 1 und haben die dann jetzt quasi in der Hand. Die Spinning-Routen ist oder die Spinning-Route ist die erste Route, die man hat mit einer Rolle. Beziehungsweise, ja, die als Komplettset sozusagen hier aufgebaut ist. Rolle, Route mit allem drum und dran. Wir gehen da mal kurz im Detail drauf ein, was man hier alles sieht und was wichtig ist bei diesem Aufbau. Das heißt, wir sehen zum einen hier die Stats der Route. Wenn du das hier nicht siehst, drückst du einfach oben auf das I und hast hier das Informationsfeld. Und da sehen wir als erstes, wir haben es hier mit einer Light-Route zu tun. Das sind quasi mit die leichtesten Routen. Es gibt Ultra-Light, es gibt Light und es gibt Medium-Light-Routen. Diese drei Routenarten sind begrenzt von den Rollen her, die wir verwenden können. Ultra-Light maximal eine 1000er. Light maximal eine 2000er und Medium Light Routen maximal eine 3000er Rolle, Rollengröße. Der Vorteil von diesen Light Routen ist, dass sie ein sehr geringes Wurfgewicht haben und dieses geringe Wurfgewicht ist hervorragend für die ersten Level geeignet. Es ist hervorragend dafür geeignet, Spinning zu machen mit leichten Ködern. Und auch zum Beispiel später ab Level 12 am Belaya auf Forellen und Eschen zu gehen. Also dafür sind diese Routen ganz hervorragend geeignet. Wir wählen hier jetzt vielleicht mal einen neuen Köder aus. Fangen wir mal an mit diesem hier. Und haben jetzt das Set so wie es jetzt ist und wie es original aus dem Game kommt. Wir haben das Set jetzt schon falsch zusammengestellt. Ich weiß nicht genau, warum es so ist. Warum uns RF4 das Set so falsch zusammengebaut gibt. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Route laut Tutorial natürlich so nicht kaputt geht, wie das im Tutorial beschrieben ist. Bremse auf 25 einstellen, Einholgeschwindigkeit relativ langsam. Der Nachteil, wie gesagt, hier ist, wir haben eine Schnur, die deutlich dicker ist oder deutlich mehr Tragfähigkeit hat als die Tragfähigkeit der Route. Wir haben eine Route mit einer Tragfähigkeit von 2,5 Kilo. Und wir haben eine Schnur mit einer Tragfähigkeit von 3,1 Kilo. Das heißt, wenn da was viel zu Dickes rangeht und wir kriegen es nicht müde gedrillt oder wir drücken aus Versehen mit unseren Wurstfingern die Bremse zu, dann bricht uns direkt die Route. Wie gesagt, warum das so gemacht ist, ich kann es nicht nachvollziehen. Von daher müsste man tatsächlich hingehen und sagen, okay, die Schnur, die tauschen wir. Also schauen wir dafür einfach mal hier im Angelgeschäft vorbei, gucken hier nach Angelschnüren und am Anfang nehmen wir tatsächlich auch eine monophile Schnur. Später für Spinning ist vielleicht eine geflochtene Schnur besser, dann mit einem guten Vorfach. Wir schauen mal eben kurz hier rein, welche Schnüre wir haben. Und wenn wir bei den ersten gucken, ihr seht, hier ist auch schon alles regelrecht ausverkauft. Die ganzen leichten Schnüre sind alle weg. 2,1 Kilo, die könnten wir zum Beispiel nehmen. Gucken wir nochmal eben schnell rein. Tragfähigkeit 2,5 Kilo. Damit wählen wir 0,4 unter der Route und das wäre doch gar nicht so schlecht. Monophile Schnur, 2,1 Kilo, kostet 13 Silber. Wir drücken V, klicken hier ins Set rein auf die Schnur und haben jetzt die Route vernünftig zusammengebaut. Wenn jetzt was passiert, reißt höchstens die Schnur. Die Route geht uns nicht kaputt und wir sind quasi sicher damit. So, mit diesem Set gehen wir jetzt ans Wasser und dann geht das Spinning los. Spinning in RF4 ist für den Anfang vielleicht gar nicht so leicht und Spinning bedeutet absolutes Testen, Testen, Testen. Ich werfe einfach mal hier mit gedrückter Shift-Taste, jetzt linke Maustaste, bisschen höher, maximal aus. Und dann Instant-Biss. Alter.
Da, also direkt vor der Schnauze. Alter. Okay, nicht schlecht. Genau. Was machen wir jetzt? Ich halte direkt Shift gedrückt. Wir kurbeln schnell ein. Schnell kurbeln, kurbeln, kurbeln. Und ich drücke mit der Maus, mit dem Mausrad, haben wir jetzt hier die Bremse. Das heißt, das Mausrad rauf, rauf. So, sagen wir bis hierhin. Wir sind so knapp im roten Bereich. Am Ende von Rot ist tot. Am Ende vom Rot, das heißt, wenn wir hier noch höher gehen und noch höher und noch höher. Und der Fisch ist ausgeschlitzt. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Druck ausgeübt auf den Fisch. Hätte ich lieber noch ein bisschen mehr drillen sollen. Also, wir hatten jetzt gerade schon festgestellt, Bremse 20 bei diesem Set. Wir machen das direkt nochmal. So, und ziehen ihn hier durch. Bremse 20 war Anfang vom roten Bereich. Zack, da ist der nächste. Und da geht der nächste rein. Sehr schön. Und so drillen wir den jetzt locker. Wir bleiben schön unterhalb vom roten Bereich. Ein fetter Barsch. Ja, sehr gut. Und geht auch nicht so ganz hoch damit. Sehr schön. Richtig nice. 500 noch was Kilo. 576 Gramm. Spinning-Punkte haben wir bekommen. Wir haben XP bekommen. Und dadurch, dass wir ja eine Leitrute verwenden, haben wir Bonus-XP bekommen. Das haben wir ja gerade schon, wenn wir hier V drücken, auf der Route gesehen. Plus 50% Bonus-EP. Ja, und so geht das halt los. Was ist denn das Schwierige jetzt? Das Schwierige beim Spinning ist, die richtigen Köder zu finden. Und das ist tatsächlich so ein Punkt. Man muss anfangs viele, viele Köder testen, ausprobieren. Denn die Fische beißen mal mehr oder weniger gut auf die verschiedenen Farben der Köder. Was sehr gut ist, ist, dass Russian Fishing jetzt vor nicht allzu langer Zeit das Starter-Set hier sozusagen noch ein bisschen verbessert hat oder die Köder noch ein bisschen verbessert hat, die hier drin sind. Man hat jetzt zusätzlich auch zum Beispiel diesen Siberia Dragonfly Bell Köder. Absolut top. Diese gesamte Serie, gönnt euch die Stück für Stück, wenn ihr hauptsächlich Spinning machen wollt. Geht da rein, holt euch irgendwann aber auch bessere Haken dafür. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Denn diese Standardhaken sind wirklich nicht so ideal. Sie sind auch nicht so richtig scharf. Man hakt nicht unbedingt jeden Fisch damit. Und deswegen macht es Sinn, den Haken zu ändern. Das machen wir aber auch gleich noch. Jetzt hier beim Spinning ist auch immer wichtig, Rute so ein bisschen runterhalten. Flach quasi übers Wasser zu ziehen die ganze Zeit kontinuierlich. Und was man eben machen kann, gerade wenn man relativ langsam jetzt hier unterwegs ist. Man kann zwischendurch noch Shift drücken. Und dann steht hier unten schnelles Einkurbeln. Das ist nach einer Zeit auch wieder vorbei. Aber das ist nochmal so ein zusätzlicher Trigger für die Fische. Man versucht da den Fisch irgendwie nochmal einen Anreiz zu geben. Dann vielleicht doch nochmal, zack, guck mal hier, anzusteigen. Und Alter, ein schöner Döbel auch noch reingegangen. Döbel, die hier 3 und 4 Kilo schwer werden können. Die machen auf dem Set richtig Party. So. Auch nochmal wichtig oder eine Sache, wo ich immer drauf achte, ich versuche, dass der Spinner richtig in Aktion gerät und da achte ich dann immer unten auf diese Leiste. Wenn die so ein bisschen flackert unten, dann ist der Köder richtig schön in Action. Dementsprechend passe ich dann immer die Geschwindigkeit hier an. Und das ist natürlich gegen die Strömung eine andere Geschwindigkeit als mit der Strömung. Mit der Strömung müsste man dann dementsprechend deutlich schneller unterwegs sein und jetzt gegen die Strömung ein bisschen langsamer reicht auch. Was wir gerade schon gesehen haben, da war gerade ein kleiner Biss, ein kleiner Fehlbiss sozusagen. Zack, da kommt der nächste. Kleiner Aaland, tatsächlich. Ein kleiner Aaland. Diese Fehlbisse werden natürlich weniger, wenn wir einen besseren Haken haben. Und das machen wir jetzt als nächstes. Auch dafür gehen wir natürlich hier zum Angelgeschäft, schauen hier kurz unter Haken, unter Drillinge. Und holen uns einen nicht ganz so billigen Haken. Ich würde sagen, auch vielleicht hier ab diesem Bereich möglicherweise, ja, die wären vielleicht auch noch für den Anfang nicht so verkehrt. Wir nehmen mal einen hier mit Puschel. Und welchen dieser ganzen Haken nehmen wir denn? Hier sehen wir die ganzen verschiedenen Hakengrößen. Und woher wissen wir denn, welcher der richtige ist? Dafür gehen wir ins Inventar, gehen auf die Route, nehmen den Spinner mal runter.
gehen wieder ins Inventar auf den Spinner hier drauf und sehen jetzt hier im Detail, welche Haken können wir hier drauf verwenden. 20er winzig bis 2 Nuller riesig. Also eine richtig große Spanne an Haken, die hier drauf gehen können. Ich würde sagen, für den Anfang irgendwas zwischen einem 4er bis 1er Haken. Damit haben wir schon einen recht großen Haken hier dran. Hier ist gerade ein 5er Haken dran. Wir gehen da einfach mal eine Nummer größer dran und holen uns jetzt hier Drillinge. Nehmen wir mal tatsächlich diesen hier. Einen als 4er Haken. Da ist er. Kostet wieder 10 Silber sozusagen, 9 Silber 40. Und dann gehen wir ins Inventar, gehen hier drauf, wechseln den Haken und haben jetzt hier einen Haken mit Puschel. Für den Windenbach vielleicht noch nicht ganz so wichtig, später fürs Angeln am Belaya deutlich wichtiger, weil die Fische am Belaya so Sichträuber sind und die gucken auf zusätzliche Reize und dieser Puschelhaken bietet halt nochmal einen zusätzlichen Reiz und wir haben vielleicht nochmal mehr die Chance hier auf Forellen und Eschen erfolgreich zu sein. So, jetzt drücken wir wieder die Taste 1, haben hier unsere Route, drücken V, wählen den gerade frisch gewählten hier aus, das ist er, den frisch gepimpten. Da können wir nochmal im Detail gucken, jawohl, da ist der Puschel jetzt dran. Und so mit dem Set geht es jetzt wieder ans Wasser und wir versuchen unser Glück weiter. Wenn man denn Allround-Angler ist, macht man das Spinning ja nur nebenbei sozusagen oder auch zwischendurch, wenn man halt mal gerade Bock drauf hat. Sinnvoll ist es, Spinning hauptsächlich tagsüber zu machen. Da funktioniert es deutlich besser und nachts dann vielleicht mit den Grundruten oder vielleicht dann auch mit den Stippen eher bodennah und mit fleischigen Ködern zu angeln. Wenn man hauptsächlich, wie gesagt, oder nur Spinning machen möchte, dann hat man es nachts manchmal ein bisschen schwierig. Da muss man dann vielleicht manchmal ein bisschen Geduld haben. Das wird dann später aber auch deutlich besser. Guck mal, hier ist doch einer reingegangen. Ein kleiner Barsch. Diese kleinen Barsche gut aufheben. Wir schauen mal kurz gerade rein in den Kescher. Das ist jetzt noch aus den anderen Tutorials. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Barsche gerade, die Döbel gefangen. Und wichtig ist natürlich auch da immer reingucken ins Café. Wir haben hier zum Beispiel 2x400 Gramm Döbel. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn wir den machen könnten. Bringt ordentlich Silber. Das heißt, wir gehen vielleicht wieder hier hin, probieren unser Glück auf Döbel. Das war ja gerade schon nicht so schlecht von hier aus. Werfen dann raus und ziehen einfach mal durch und auch da spielen wir wieder rum und das ist das A und O beim Spinning, wirkliches Rumspielen mit Geschwindigkeiten, mit, wie gesagt, Köderfarben, mit dem Tempo oder mit der Aktion an sich, das heißt mal ein bisschen absinken lassen, oh, ich mach mal einen höher noch, absinken lassen des Köders, Stop-and-Go-Führung, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Jetzt sind wir hier schön in einem dicken, fetten Drill, so soll das sein. Ich drücke zwischendurch die rechte Maustaste, um ihn ein bisschen anzupumpen. Und jetzt müssen wir lenken. Das ist wirklich tricky. Das heißt, wenn der Fisch nach links geht, gehen wir auch nach links, laufen da ein bisschen hin, ziehen hier links rüber, dass er vielleicht nach rechts abhaut. Da hinten ist offen, da soll er auf gar keinen Fall hin. Und solange er jetzt quasi da hinten in Richtung Brücke schwimmt, ist ja alles gut. Aber in die andere Richtung sollte er auf keinen Fall. Deswegen ziehen wir jetzt hier links hin, wo er nicht hin soll. Und der Fisch wendet im Idealfall und haut ab. So, das ist halt wichtig, diese Fischkontrolle. Man kann versuchen, den Fisch geradeaus zum Beispiel jetzt an dem Grünzeug einfach da in dem Bereich zu lenken. Das heißt, man dreht mal nach rechts, dann mal wieder nach links und versucht ihn kontinuierlich in eine Richtung zu halten. Es ist allerdings sehr, sehr, sehr schwierig hier anfangs, so einen Fisch dann auch unter Kontrolle zu halten, je nachdem wie groß er ist. Und das scheint ein ziemlicher Brocken zu sein. Da haben wir ihn. Da ist er schon fast zu sehen. Es ist, glaube ich, ein Döbel. Nee, es ist, glaube ich, ein Aaland. Das ist ja nicht schlecht. Und jetzt kriegen wir ihn ganz gut ran hier. Kescher raus. Wir haben ja zum Glück schon den großen Kescher. Zack, 1 Kilo Aaland. Bäm. Bringt natürlich super viele EP, super viel Bonus-EP auch noch dazu und Spinning-Experience richtig gut. Und kohlemäßig
schmeckt das dann natürlich auch. Natürlich erstmal gucken, ist ein Aaland im Café? Ist er, aber als riesig groß, da müssen wir uns gar nicht drauf stürzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sowas hier fangen, die besteht quasi gar nicht. Oder Zander, auch sowas ist übelst schwierig hier. Die normalen Fische, ja, sind erstmal Barsche, Döbel und Aalande. Die kriegen wir hier raus, aber auch der immerhin 4 Silber. Richtig gut schon. Fassen wir es also nochmal schnell zusammen. Viel testen beim Spinning, mit verschiedenen Ködern, mit verschiedenen Geschwindigkeiten rumprobieren, verschiedene Führungsarten, mal Stop and Go, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Dann ist es wichtig, dass man auch die verschiedenen Stellen am Gewässer sich so genau anguckt. Versucht anfangs nicht da zu angeln, wo sehr viel Grünzeug ist oder Schilf ist. In solchen Bereichen halten sich auch gerne mal Hechte auf und die können euch euer Setup quasi durchbeißen und dann ist der Köder komplett weg. Das wäre natürlich ärgerlich. Später, sobald es möglich ist, verwendet Vorfächer. Vorfächer finden wir hier im Angelgeschäft unter den Rigkomponenten gewöhnliche Vorfächer. Und wenn man dann guckt, am besten halt Fluorocarbon verwenden. Die hier sind leider in der Regel schon alle ausverkauft. Später gibt es dann hier auch Besseres, auch mit einer guten Tragfähigkeit, hier 3,1. Das ist dann halt leider erst möglich ab Level 14. Aber wie gesagt, macht euch da nicht madig. Das ist halt wichtig, vielleicht eher fürs Belaya-Angeln. Hier an dem Gewässer ist es noch nicht so ganz essentiell, wenn ihr hier mit Monoschnur angelt. Angelt mit diesem Set so lange, bis ihr circa 1000 Silber zusammengespart habt. Ab da kauft man sich dann das nächste Set. Spart viel, kauft nicht zu viel Schnickschnack, kein Essen, kein Trinken. Esst immer hier schön an der Gulaschkanone da oben, wie auch in den anderen Tutorials schon erklärt. Spart euch das und investiert lieber in gute Sets. Die Sets, die ich quasi in den nächsten Tutorial-Videos empfehle, beziehungsweise die auch schon in den Empfehlungen auf dem Kanal sind, mit diesen Sets kommt man am schnellsten vorwärts im Game, am sparsamsten vorwärts und man hat am meisten Erfolg damit. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne die Glocke reinballern für den Kanal, natürlich auch abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Kurz nach dem Tutorial ballert mir hier gerade noch ein richtig dicker Brocken rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich stehe hier auch schon bestimmt seit 3-4 Minuten in dem Drill. Da muss ich doch nochmal eben anmachen. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn da reingeballert? Der hat richtig Bock. Richtig agil. Hat richtig Power. Es könnte sowas wie ein Rapfen sein. Der richtig schnell hin und her schwimmt auch. Wahnsinn. Richtig viel Kraft. Und ich habe kaum die Chance, also wirklich keine Chance eigentlich den aufzuhalten mit dieser kleinen Rute hier. Wichtig, die ganze Zeit die Spannung aufrechterhalten, gerade wenn er hier angeschwommen kommt. Rechte Maustaste zum Hochpumpen. Zwischendurch, wenn das mal weggeht, da habe ich auch mal die Taste R hier gedrückt. R ist immer so eine kleine Signal, so eine Fehlermeldung. Die passiert nur dann, wenn man den Fisch wirklich an der Rolle dran hat, an der Route drauf hat. Denn dann kann man die Drillgeschwindigkeit nicht mehr einstellen. Diese Fehlermeldung ist quasi immer so ein schöner Beweis dafür, ist der Fisch wirklich dran, hat er gehakt oder nicht. So, jetzt komm ran hier, komm. Was für ein Brocken. Ich hoffe, der bleibt dran. Und jetzt hinter der Insel ist natürlich besonders schlecht. Oder wir versuchen ihn, dass er noch da weiter dran vorbeischwimmt. Mit der Strömung mit, kriegen wir das hin. Doch, der will wieder raus. Sehr gut. Wir ziehen mal so ein bisschen weiter nach rechts, lenken ihn, dass er vielleicht jetzt nach links wieder abhaut. Ne, der lässt sich auch gerade nicht. Der lässt sich nicht lenken. Oh, danke. Oh, Rio, Alter. Dankeschön fürs Follow. So, jetzt wieder. Nein, der kommt bloß in meine Richtung geschwommen. Müde ist, glaube ich, noch lange nicht. Zum Glück habe ich schon gleich den besseren Kescher parat.
direkt bereit, dass wir da den zur Not auch schon mal ein bisschen eher keschern können. Das ist halt das Krasse beim Spinning, ne? Zwischendurch schon mal wieder F drücken, dass wir hier Licht anmachen. So. Unten rechts in der Ecke sehen wir die Schnur. Das heißt, unten, da wo jetzt die Action Bar quasi ist im gelben Bereich, da sehen wir ja die Schnur, die ist schon zu 2/3 runter. Also abgespult. Aber wir haben ja hier 100 Meter drauf. Das heißt, wir sollten hier in dem, an dem Gewässer eigentlich an allen Stellen mit 100 Meter Schnur ganz gut klarkommen. Das passt doch ganz gut. Es sieht momentan ganz gut aus hier. Er wird, glaube ich, gerade ein bisschen müde. Nicht mehr ganz so wild. Alter Falter. Das heißt jetzt schon seit den Nachmittagsstunden quasi bis jetzt der ewig lange Drill schon. Und er wird langsam, er wird müder. Das ist doch schon mal gut. Noch lange nichts zu sehen, was es ist. Nee. Und noch keine Chance, da ranzugehen. Nicht auf solche Stege drauflaufen. Immer schön am Ufer entlang laufen. Mitlaufen. Immer schön die Spannung aufrechterhalten. Rechte Maustaste drücken beim Laufen. Linke Maustaste einkurbeln. Rechte Maustaste hoch zum Laufen. Und linke Maustaste mit Shift wieder einkurbeln. Das ist so dieser ständige Wechsel jetzt gerade. Beim Bewegen drücke ich rechte Maustaste. Und wenn ich stehen bleibe, Shift und linke Maustaste und kurbel wieder ein. Rechte Maustaste zum Hochpumpen. Linke Maustaste mit Shift zum Einkurbeln. Und jetzt auch hier rechte Maustaste mit dabei. Dass wir ihn schön Stück für Stück hier ranpumpen. Vorsichtig, nicht so übertrieben. Und langsam ranziehen. Ei, 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 ei. Und er kommt langsam näher. Er wird müde. Und da ist er. Es ist tatsächlich ein dicker Rapfen. Ich hab's mir doch gedacht. Wahnsinn. Rapfen sind so wahnsinnig kampfstark. Kescher raus. Und... Bäm, 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 bäm. Alter, schöner Level-Up-Fisch. Bäm, ey. Level 10 gemacht. 1,8 Kilo Rapfen. Krasser Brocken. Das ist Muskelmasse pur. Wahnsinn. Übelst fette XP. Richtig gute Bonus-XP. Spinning natürlich auch plus 2 bekommen. Abgefahren. Jetzt gucken wir nochmal eben schnell. Alter, was der an Kohle gebracht hat. Und hier Level 9 war bis hier ungefähr. Level zack 10 bis hierhin. Das sind mal richtig viele XP-Punkte. Wir verkaufen mal eben. Also schauen wir mal schnell in den Fischmarkt rein. Dieser eine Fisch. 13,7 Silber, mega gut. Hat sich also absolut nochmal gelohnt, hier ein bisschen weiterzumachen. Petri, ihr Lümmels, aber nu, bis zum nächsten Mal.